Eine Prinzessin lebte in einem luxuriösen Schloss. Sie war erst 14 Jahre alt, aber sie war schrecklich verwöhnt und launisch. Einmal hatte sie sich etwas für April ausgedacht und beim Neujahrsbankett gab es Frühlingsblumen. Sie erließ ein Dekret, das den Beginn des Frühlings ankündigte und versprach, großzügig zu belohnen, wer Schneeglöckchen in den Palast bringt. In einem kleinen Haus am Rande der Stadt lebte eine Stiefmutter mit ihrer Tochter und Stieftochter. Die Stieftochter war ein sehr süßes und freundliches Mädchen und sie hieß Mascha. Die Stiefmutter und die Tochter waren sehr faul und wütend und in jeder Hinsicht verletzten sie das arme Mädchen. Sie wollten unbedingt die von der Prinzessin versprochene Belohnung erhalten, konnten sich aber nicht vorstellen, wo sie im Winter die Schneeglöckchen bekommen sollten. Die alte Frau beschloss, Mascha in den Wald zu schicken, um ihnen Frühlingsblumen zu bringen. Die Stieftochter begann ihre Stiefmutter zu bitten, Mitleid mit ihr zu haben, weil es draußen dunkel und kalt war. Und welche Schneeglöckchen kann es im Winter geben? Aber die gierige alte Frau wollte nichts hören. Sie gab einen größeren Korb und fuhr Mascha aus der Tür. Das gefrorene Mädchen hatte große Angst in einem dunklen Wald. Plötzlich sah sie in der Ferne ein Licht. Sie war begeistert und ging ihm entgegen. Es stellte sich heraus, dass es ein großes loderndes Feuer war und 12 Menschen sich darum wärmten. Das Mädchen nahm Mut zusammen, ging auf sie zu und erzählte ihnen, dass die böse Stiefmutter sie gezwungen hatte, in den Wald zu gehen und Schneeglöckchen zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass es 12 Monate waren. Die Brüder hatten Mitleid mit Mascha und beschlossen, ihr zu helfen. Bruder April sang einen Zauber und plötzlich kam der Frühling im Wald und auf der Lichtung. Der Schnee schmolz, grünes Gras erschien, Schneeglöckchen blühten. Das Mädchen begann Blumen zu sammeln und füllte bald einen großen Korb damit. Der junge April mochte sie wirklich und er gab ihr einen magischen Ring. Wenn es Probleme gibt, muss er zu Boden geworfen werden, einen Zauber wirken und alle 12 Monate werden zur Rettung kommen. Mascha dankte ihnen und ging nach Hause. Als das Mädchen die Schneeglöckchen nach Hause brachte, waren die Stiefmutter und die Tochter sehr überrascht. Mascha war von der Reise sehr müde und schlief sofort tief und fest ein. Ihre Halbschwester vermutete, dass etwas nicht stimmte. Während das Mädchen schlief, fand sie ihren magischen Ring und nahm ihn für sich. Nach dem Aufwachen entdeckte die Stieftochter den Verlust. Sie begann zu betteln, um den Ring zurückzugeben. Aber ihre Stiefmutter und ihre Tochter wollten nichts hören. Sie nahmen einen Korb mit Schneeglöckchen und eilten zum königlichen Palast. Im Palast stand ein prächtig geschmückter Neujahrsbaum. Aber die bevorstehende Feier gefiel der launischen Prinzessin überhaupt nicht. Und erst als die Stiefmutter und die Tochter ihr einen ganzen Korb mit Schneeglöckchen brachten, verwandelte die Prinzessin ihren Zorn in Gnade. Die Stiefmutter konnte nicht klar antworten, woher die Blumen kamen, und sie musste zugeben, dass ihre Stieftochter sie gesammelt hatte. Die Prinzessin beschloss sofort, mit Schneeglöckchen auf die Wiese zu gehen. Unterwegs sah sie zu der armen Mascha, um ihr den Ort zu zeigen, an dem sie Blumen pflückte. Das Mädchen sagte, sie würde es zeigen, aber nur, wenn der Ring ihr zurückgegeben würde. Aus dieser Unverschämtheit war die Prinzessin wütend und warf den Ring weg. Aber die Stieftochter hat es geschafft, einen Zauber zu wirken. Sofort stieg ein starker Wind auf, Donner grollte, Laub fiel und Schnee begann zu fallen. Der alte Januar erschien vor ihnen. Er lud alle ein, sich etwas zu wünschen. Aus Angst wollte die Prinzessin so schnell wie möglich im Palast sein. Mascha wünschte sich, dass alles zu gegebener Zeit an seinen Platz zurückkehren würde. Winter, im Winter, Sommer, im Sommer. Die Stiefmutter und ihre Tochter waren so gefroren, dass sie Pelzmäntel von jedem Fell wollten, sogar von einem Hund. Die gierigen Frauen verwandelten sich sofort in Hunde. Sie wurden an einen Schlitten gebunden, auf dem die Prinzessin zum Palast gelangen sollte. Mascha dankte den Brüdern für ihre Hilfe. Sie versprachen, die Stiefmutter und ihre Tochter wieder in Menschen zu verwandeln, aber nur, wenn sie gehorsam werden. Monate gaben dem Mädchen einen wundervollen großen Schlitten, der von verspielten Pferden gespannt wurde. Als die Prinzessin sie sah, bat sie um eine Fahrt zum Palast. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass die Prinzessin das Wort Bitte aussprach. Und Mascha stimmte gerne zu. Der geizige alte Mr. Scrooge hat lange nichts oder niemanden geliebt als sein eigenes Geld. Er verstand die Freude, die Weihnachten und Neujahr anderen bereiteten, nicht. Daher weigerte sich der alte Mann am Vorabend des Urlaubs, seinen Assistenten frühzeitig von der Arbeit gehen zu lassen,
der ein Geschenk für seinen Sohn kaufen wollte. Herr Scrooge lehnte sogar die Einladung seines Neffen ab, Weihnachten mit seiner Familie zu feiern, und weigerte sich auch, Geld zu spenden, um bedürftigen Kindern zu helfen. Am späten Abend schloss der alte Mann sein Büro und ging nach Hause. Und dann begannen in seinem Schlafzimmer seltsame Dinge zu passieren. Irgendwo wehte ein Wind, Donner grollte, und plötzlich erschien der Geist seines Gefährten, der letztes Weihnachten gestorben war, vor ihm. Mr. Scrooge hatte große Angst und verstand nicht, was los war. Der Geist sagte, dass er nach dem Tod dafür bestraft wurde, dass er zu Lebzeiten nichts Gutes getan und den Menschen nicht geholfen hatte. Er wollte nicht, dass der alte Mann das gleiche Schicksal erleidet. Also warnte er Scrooge, dass drei andere Geister ihn bald besuchen würden. Nach diesen Worten verschwand der Geist. Der alte Mann tat so, als sei nichts passiert. Aber bald erschien der Geist eines Kindes vor ihm. Mr. Scrooge war fassungslos, weil es der Geist seiner letzten Jahre war. Der Geist hat sie mit Hilfe von Magie in die Vergangenheit versetzt. Der alte Mann sah sich als kleiner Junge in der Stadt, in der er geboren und aufgewachsen war. Er schmückte den Weihnachtsbaum und hatte viel Spaß. Dann sah sich Mr. Scrooge in seiner Jugend, an dem Tag, an dem er seiner Geliebten voller Freude und Hoffnung einen Vorschlag machte. Danach sah sich der alte Mann gereift. Seine Frau weinte und er konnte nicht verstehen, warum sie sich entschied, sich von ihm zu trennen. Tatsache ist, dass Scrooge nicht mehr auf sie achtete, sondern nur noch an Geld dachte. Der alte Mann konnte sich von außen nicht ansehen und bat den Geist, ihn zurückzugeben. Der Geist verschwand schließlich, aber ein anderer Geist erschien an seiner Stelle. Er trug Scrooge an Heiligabend zum Haus seines Assistenten. Die ganze Familie saß an einem armen Tisch. Der alte Mann war sich sicher, dass sie ihn alle hassten, aber er war überzeugt, dass dies nicht so war. Der Adjutant bot Mr. Scrooges Gesundheit einen Toast an, und seine Frau schloss sich dem Toast sehr bereitwillig an. Und dann bemerkte der alte Mann, dass der Sohn seines Assistenten krank war. Scrooge hatte Mitleid mit dem Kind und schämte sich für sein Verhalten. Dann brachte der Geist den alten Mann zum Haus seines Neffen. Seine ganze Familie freute sich über den Urlaub. Am wichtigsten war, dass sie Herrn Scrooge einen Platz am Tisch ließen. Der alte Mann hatte nicht damit gerechnet, er dachte immer, dass die ganze Familie ihn hasste. Schließlich verschwand der Geist, aber der Geist der kommenden Jahre erschien an seiner Stelle. Er brachte Mr. Scrooge zu seiner eigenen Beerdigung. Alle sagten, dass es für sie einfacher wurde, als der alte Mann schließlich starb. Erst dann wurde ihm klar, dass er in seinem ganzen Leben niemandem Gutes gebracht hatte. Dann sah Scrooge, wie sein Helfer Blumen zum Grab seines Sohnes trug. Der alte Mann konnte es nicht mehr ansehen und bat den Geist, ihn zurückzubringen. Der dritte Geist verschwand und Scrooge war wieder zu Hause. Der alte Mann beschloss schließlich, sich zum Besseren zu verändern. Glücklicherweise stellte er fest, dass die Zeit einige Stunden zurückgegangen war. Mr. Scrooge beschloss, keine Minute zu verschwenden. Er hatte noch Zeit, alles zu ändern. Der alte Mann freute sich aufrichtig über das bevorstehende Weihnachtsfest. Er schickte den teuersten und dicksten Truthahn zum Haus seines Assistenten. Scrooge schickte dann ein Geschenk an den Sohn des Helfers und spendete eine riesige Menge Geld für wohltätige Zwecke. Danach ging der alte Mann, um Weihnachten mit seinem Neffen zu feiern, wo ihn die ganze Familie begrüßte. Am nächsten Tag, als Scrooges Assistent zur Arbeit kam, erhöhte er sein Gehalt. Für seinen Sohn wurde der alte Mann Pate. Herr Scrooge gab dem Jungen die bestmögliche Behandlung und er genoss weiterhin ein gesundes Leben. Seitdem ist der geizige alte Mann der netteste und großzügigste Mensch in der Stadt geworden und hat universelle Liebe und Respekt verdient.